Und wir kommen zu unserem nächsten Fall. Wir sind Gangster, Gangster, ihr seid Pisser oder Blender. Das rappt dieser junge Herr da, 18 Karat und hat auf YouTube, allein auf YouTube, damit 15 Millionen Klicks. Und 18 Karat, der weiß auch genau, wovon er da rappt, denn er hat sich mit dem Miri-Clan eingelassen. Und gegen die Miris wurde ja schon wegen Mordes, wegen Waffenbesitz, Drogenbesitz und vielem weiteren ermittelt. Auch deshalb hat die Polizei in NRW eine Razzia gegen die Führungsspitze des Miri-Clans gemacht. Aber dieser Mann da, der Pate, der Boss, der ist abgetaucht. Alex Talasch und Stefan Xander wissen, die Fahndung läuft. Esmat Eje alias Sammy Miri. Diesen Namen hat er sich wohl selbst gegeben, um zu zeigen, dass er zu einem der berüchtigsten Clanfamilien Deutschlands gehört. Er zeigt seinen 32.000 Followern bei Instagram, was er unter einem angenehmen Leben versteht. Dicke Autos, fette Partys, Protz und Prunk pur. Sammy Miri ist untergetaucht, sein Haus in Dortmund verwaist. Hier am Phoenixsee, ein Nobelviertel in Dortmund, wohnt der Clanchef. Seit März fehlt von ihm jede Spur. Das bestätigen jedenfalls die Nachbarn. Samt Luxus-Lamborghini mit Hagener Kennzeichen soll er sich nach Spanien abgesetzt haben. Als dann Ende Juni in Marbella die Handschellen klicken sollten, war er abgetaucht. Seitdem fehlt jede Spur. Ende Juni führen Polizei und Staatsanwaltschaft eine groß angelegte Razzia unter anderem in Dortmund und Bochum gegen den Miri-Clan durch. Der Vorwurf: Kokainhandel mit mehreren Kilos. Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Einsatz am heutigen Tage wirklich einen Schlag in den Bereich des Miri-Clans vollziehen konnten. Wir gehen davon aus, dass wir wirklich die obere Führungsebene zumindest in Teilen festnehmen konnten, sodass es ein großer Erfolg für uns als Polizei Dortmund ist. Doch Clanchef Sammy Miri war den Ermittlern durch die Lappen gegangen. Sammy Miri soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dortmund mit Rauschgift im großen Stil gehandelt haben. An Beweisen mangelte es nicht. Allein 40.000 Chatnachrichten wurden entschlüsselt und dokumentieren die Kokaingeschäfte. Mit einem internationalen Haftbefehl wird nach dem Clanchef gesucht. Der Vorwurf: bandenmäßiger Handel mit Drogen. Miri und die Rapper. Mit dem Gangster-Rapper 18 Karat hat er ein eigenes Musiklabel gegründet. Im Handelsregister finden wir beide Namen unter dem Eintrag von Supremus Music. Wollte Miri damit seine illegalen Drogengeschäfte verschleiern? Wir fragen seinen Geschäftspartner an, doch von 18 Karat gibt es keine Stellungnahme. Wir sind Gangster, Gangster, ihr seid Pisser oder Blender. Wir sind Supremus und kommen nicht auf einen Nenner. In den letzten Jahren hat es immer wieder Auseinandersetzungen verschiedener Rapper im Ruhrgebiet gegeben. Hatten Miri und sein Clan ihre Finger mit im Spiel? Bei einer Razzia im vergangenen Jahr rückt die Polizei schon einmal mit Panzerwagen und Spezialeinsatzkräften an. Sammy Miri lässt es sich derweil offenbar weiter gut gehen. Aus der Ferne verhöhnt er seine Verfolger weiter mit Protzbildern bei Instagram. Ja, und über diesen Fall wollen wir natürlich weiter sprechen und ihn analysieren mit unserer Achtung Fahndung-Expertin Sandra Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Ehemalige Dienststellenleiterin der Polizei und dort hunderte Beamte geführt. Toll, dass Sie da sind. Und wir wollen gleich darüber sprechen. Wir haben jetzt so viel über Clans gehört. Wann spricht denn die Polizei von Clankriminalität? Ja, das Schwierige an der Sache ist, dass es keine bundesweit einheitliche Definition gibt, was Clankriminalität als solches ist. Es gibt aber bestimmte Indikatoren, an denen man es festmachen kann, ob man es mit dem Thema zu tun hat oder nicht. Das sind zum Beispiel klassische patriarchalisch-hierarchische Führungsstrukturen in diesen Familien. Es sind Abschottungstendenzen, also eine mangelnde Integrationsbereitschaft, eine regionale Konzentriertheit und natürlich große Machtpotenziale, Bedrohungspotenziale, die dann auch eingesetzt werden, um in den Kriminalitätsfeldern zu agieren. Jetzt, wenn wir hier auf das Bild hinter uns gucken, da sehen wir eben diese unheilige Allianz von Gangster-Rappern und Clans. Warum gehen die Clans diese Allianz ein? Wir beobachten nicht nur Allianzen mit Rappern beispielsweise, die insbesondere, weil diese Menschen im Fokus der Öffentlichkeit stehen, in den Medien präsent sind. Wir beobachten Allianzen mit Rockern, auch in Einzelfällen mit Extremisten. Es geht meistens um Statuserhöhung, um einen Imagegewinn. Es geht um Bündnisse, um Koalitionen. Also man macht sich Konkurrenten zu Verbündeten. Und es geht immer darum, Netzwerkstrukturen zu stabilisieren, zu schaffen und diese dann zu erhalten. Also es geht eigentlich um Macht.
Jetzt wollen wir einmal schauen, die Miris, Sie haben gesagt, regionale Konzentration, aber das Besondere gerade an den Miris ist ja, da gibt es also diesen Stützpunkt in Bremen und dann aber auch klare Strukturen in Bremen, in Berlin und auch in Dortmund, im Gesamt-NRW eigentlich. Wie kommt das, dass eine Familie so mächtig, so stark werden kann? Ja, wenn wir über Clan-Großfamilien sozusagen sprechen, dann dürfen wir nicht die traditionellen Familienstrukturen, die wir vielleicht vor Augen haben, ansetzen. Es sind eigentlich menschliche Organisationen, es gibt eine Kernfamilie und um diese Kernfamilie scharen sich Akteure, die gleiche Ziele und Interessen haben wie diese Kernfamilie. Nicht alle diese Akteure sind zwingend miteinander blutsverwandt. Es ist also ein großes Netzwerk, kann man sagen, ein strategisches Netzwerk. Und das macht diese Familien so mächtig auch. Also sie agieren in Netzwerkstrukturen sehr stark organisiert und sie besetzen halt Themenfelder, Kriminalitätsfelder, die im überwiegenden Maße der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind. Also sie agieren auch konspirativ verdeckt, ohne dass es lange Zeit eine entsprechende staatliche Intervention gab. Also ich zitiere kurz den Innenminister aus NRW, der ja deutlich betroffen ist, 2019 in meinem Interview, wenn der sagt, wir haben es verpennt, dann wissen wir, womit wir es zu tun haben. Vielen, vielen Dank, Frau Schmidt, dass Sie da waren und uns auch am Ende leider diese bittere Analyse mitgebracht haben. Dankeschön. Gerne. Und natürlich fragt die Polizei in NRW, wo steckt denn nun der Miri-Clan-Chef Sammy Miri? Polizei und Staatsanwaltschaft suchen den 35-jährigen Dortmunder mit kurdisch-libanesischen Wurzeln mit einem internationalen Haftbefehl wegen Kokainhandel im großen Stil. Seit Ende Juni wird nach ihm gefahndet. Zuletzt orteten ihn Ermittler im spanischen Marbella. Und samt schwarzem Lamborghini mit dem amtlichen Kennzeichen HASM 47 hat sich Sammy Miri eben abgesetzt. Hinweise an die Polizei Dortmund unter 0231 1320.